So, ich bin bei mir noch mit Drehzahlen beschäftigt. Versuche mich da gerade so in 5er Umdrehungen pro Minute da ausfindig zu machen, wie der Hopper am schönsten fliegt in Bodennähe. Das ist ein interessantes Video. Da hat ja Spektrum jetzt ein FC6350HX rausgebracht. Ich habe ja bei mir in meinen Modellen den FC6250HX verbaut. Und das Interessante ist, ich habe, wie gesagt, bevor ich aufs Flugfeld gegangen bin, mit dem zweiten Helikopter für das EC-Projekt, EC550-Projekt, mir noch überlegt, ob ich da ein neues Firmware-Update draufladen soll. Ich habe das mal dran gehängt, die Software-Updates da mal durchgespielt. Also es gibt auch für den FC6250HX gibt es ein NXT Beta 1. Weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube Oktober 2021 ist das eine Version. Dann gibt es eine NXT Beta 2 mittlerweile. Und es gibt neuerdings auch eine NXT Beta 3 Version. Ich habe mal beide Versionen, die Beta 1, die kennen wir ja schon aus den ganzen Forward Programmings, die ich euch präsentiert habe. Die Beta 2 habe ich mir mal angeschaut, mal draufgespielt. Dann habe ich mal die Beta 3 mal draufgespielt. Ich habe dann aber wie soll ich sagen, aus Sicherheitsgründen erstmal für das anderweitige EC550-Projekt. Ich wollte mich da jetzt nicht für den Erstflug da auch noch gleich neue Beta-Versionen durchtesten. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, für das MD550-Projekt und das EC550-Projekt jetzt erstmal bei der NXT Beta 1 zu bleiben. Brenner, glaube ich, heißt da. Brian Brenner, der ist da auf dem RC-Heli-Freak Forum. Der ist, soweit ich das richtig verstanden habe, Mitentwickler von dem Flight Controller. Der hat das auch geschrieben, dass es jetzt eine NXT Beta 2 gibt. Das ist aber, ja, sofern ich das richtig verstanden habe, wer die Beta 1 installiert hat, der braucht die Beta 2 nicht installieren, weil es ist eher für Nitro-Helikopter. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt der Unterschied ist zwischen der Beta 2 und der Beta 3. Ich habe aber mal die Beta 3, die letzte Firmware-Version, die es gibt, für den FC6250HX mal draufgespielt und habe da mal so ein bisschen geschaut, was gibt es denn da so in Erneuerungen in Forward Programming. Also was dazugekommen ist, das sieht man hier in dem Video so ein bisschen. Ich hoffe, man kann es trotzdem noch lesen. Das ist ja Swashplate, das ist Tailrotor, kennen wir. Safe kennen wir. Governor, das ist dazugekommen. Leider geht der Herr nicht darauf ein, was jetzt, wie das aussieht in Governor, was sich da genau dahinter verbirgt. Setup kennen wir ja und System Setup kennen wir auch. Er erklärt da so ein paar Schritte, wie man das installiert und einprogrammiert. Könnt ihr euch mal ansehen. Das Interessante ist aber, dass bei Setup ist beim EF, also der Governor ist dazu gekommen. Deswegen habe ich mich dazu erstmal nicht entschieden, mit der Beta 3 aufs Flugfeld zu gehen für den EC550, weil ich wollte jetzt erstmal sicher gehen, dass er überhaupt fliegt, schön fliegt schon mal.
mit der Version, die ich schon kenne und wo ich mich schon 5 Jahre lang durchgearbeitet habe. Deswegen dachte ich mir, gut, also jetzt bei dem 2-Jahres-Bauprojekt, da fängst du jetzt nicht gleich wieder an, mit einer neuen Softwareversion herumzuhantieren, die du jetzt noch gar nicht richtig kennst, die du auch noch gar nicht durchgeflogen hast. Deswegen, ich wollte mich erstmal auf eine Softwareversion einigen, so erstmal als Grundbasis, um zu festzustellen, okay, das hat für den MD550 hat's geklappt. Deswegen habe ich da jetzt mich kurzfristig da entschlossen, kurz bevor ich das alles, die gesamte Mechanik da reingebaut habe, dass ich erstmal bei der NXT Beta 1 bleibe. Wie gesagt, der Software-Mitentwickler Brian Brenner, der hat geschrieben, es gibt eine OpenStock NXT Beta 2. Wer aber die Beta 1 installiert hat, der braucht die Beta 2 nicht unbedingt zu installieren, weil es eher für Nitro-Helikopter gedacht ist. Wie gesagt, wir sind ja noch mit dem ganz sanften Motorstart beschäftigt. Da kann man einstellen, was man will. Sowohl in den Motorregler als auch in die Anlage, in Telemetriedata etc. pp. Bei mir kommt da kein ganz sanfter Motorstart zusammen. Das RPM Spool-Up ist ja was anderes mit der Normal Soft, Very Soft Einstellung. Deswegen meiner Ansicht nach sollte das RPM Spool-Up sollte also getrennt voneinander gehandelt werden in Softwareentwicklung. Also der Motor Start-Startup sollte bei allen drei Modis gleich sein, dass der Motor so sanft wie möglich anfängt, ohne gleich mit irgendwelchen übergroßen Drehzahlen anzufangen, damit dann das Hauptzahnrad schon zu viel Schwung bekommt und die Rotorblätter dann anfangen zu knicken. Also das habe ich in der NXT Beta 3 auch gesehen. Ich habe keine Fotos gemacht davon. Deswegen kann ich es euch jetzt selber nicht zeigen, was sich hinter Governor versteckt. Aber der Governor ist ja dafür da, dass die Hovers gut in der Luft gehalten werden. Und dann geht der Herr noch ein in seinem Setup über zu den geht auf das AFR-Menü ein. Und zwar, das ist neu dazugekommen, das habe ich auch gesehen. Es gibt jetzt nicht nur AFR-Roll, AFR-Pitch, AFR-Collective, sondern es ist ein Differential dazugekommen. Und das ist eigentlich genau das, womit ich auch zu kämpfen hatte, dass ich für Roll und Pitch immer so die Schwierigkeit hatte, okay, ja, Roll für rechts, ne, Knüppelstick nach rechts, 8,5 Grad. Und dann schaust du mal, was zeigt dir dann an, die digitale Pitch-Lehre auf der Roll-Links-Seite. Da ist es dann meistens 8,0 oder 8,1 oder 8,2. Irgendwie sowas, also es gibt immer so eine Differenz zwischen dem Rechts und dem Links, ne? Das gilt dann auch fürs Pitch vorwärts und Pitch rückwärts. War immer schwierig, das so einzutragen, dass man so gute Werte hinbekommt. Deswegen habe ich mich dann im Anschluss daran, weil ich da nicht so Schwierigkeiten hatte. Das sind aber auch hier, sieht man ja auch, Fünfer-Schritte hat die Anlage am liebsten als irgendwelche 71, 72, 69, 68, 64, am liebsten Fünfer-Schritte, ne? 50, 55, 60, 65, 70, 75, also über 75, da wird es dann schon
arg viel, finde ich, so in was dann so auf der digitalen Pitch-Lehre auftaucht. Und da tut man sich, also ich habe da lange Zeit damit verbracht, die AFA-Werte da rauszutüfteln, bis ich dann, wie gesagt, mich wieder mit Subtraining beschäftigt habe für Servo A, B, C, damit ich dann so genau wie möglich die Subtrims einstelle für Servo A, B und C, dass ich das so genau wie möglich hinbekomme. Jetzt ist aber hier ein Differential dazu gekommen und mit dem Differential kann man sozusagen, er zeigt es nur mit, anhand von Collective, weil er hat ein Negativ- und ein Positiv-Collective. Hier Scale-Helikopter-Piloten werden ja eigentlich nur ein Positiv-Collective. Ein Negativ-Collective verwenden wir eigentlich gar nicht. Deswegen, er zeigt es hier auch für seinen Akrobatik-Helikopter, die immens, die großen 13,5 Grad, die er da drauf knallt auf seine Blätter, für positiv und negativ und mit dem Differential, weil er da sieht, dass da die Werte anders sind für positiv und negativ. Mit dem Differential kann man sozusagen dann die perfekte Mitte zu finden, ne? Damit es dann das Positiv-Collective 13,5 Grad hat, wie in seinem Beispiel, und im Negativ-Collective dann auch 13,5 Grad. Das interessiert mich jetzt fürs Collective nicht so, aber fürs Roll und fürs Pitch wäre das für mich interessant. Wenn das auch so sein sollte, wie ich das, glaube ich, auch gesehen habe, wenn man da die Firmware drauflädt, NXT OpenStock 5.6 NXT Beta 3 auf den FC6250HX. Ich kann mich erinnern, da war auch ein Differential zu sehen und man kann hier mit dem Differential sozusagen einstellen, dass es dann auch für Roll rechts und links und als auch für Pitch vorwärts und rückwärts, dass man sozusagen in beide Richtungen dann wirklich auch 8,5 Grad da auf den Blättern hat. Und das gleiche dann auch für Pitch, 8,5 Grad vorwärts, als auch genau 8,5 Grad rückwärts. Und für Roll genauso, 8,5 Grad für links und 8,5 Grad für rechts. Ich weiß jetzt nicht, ob das Differential jetzt nur für das Collective zuständig ist. Das ist nicht so ganz klar. It is time to adjust our travel. Now, for the cyclic, we want to see 12.5 degrees for the roll and 12.5 degrees for the pitch. Now, that being said, we can go ahead and adjust these values through the numbers right here. So for a roll, we want to move the axis. Keep in mind that you want your left stick or your collective stick to be centered during this process. Once you have the number plugged in on your roll that gives you 12.5 degrees of cyclic throw, you can go down to the pitch and do the same process. Now that we have 12.5 degrees of cyclic for both roll and pitch, das ist ja auch von dem Bill Cox oder wie er heißt, der den FC6250HX präsentiert einstellt. Das ist ja immer nur, er sagt ja auch immer nur full right. Dann soll man da die Gradzahl einstellen auf der digitalen Pitch-Lehre für Roll. Und für Pitch soll man den Knüppelstick ganz nach unten drücken, also Pitch rückwärts. Und soll da die Gradzahl einstellen und fertig. Ne? Und dann guckt man sich aber so ein bisschen, wie ist denn, was habe ich denn für eine Gradzahl Pitch vorwärts? Die ist dann nicht mehr 8,5, sondern irgendeine andere Zahl und bei Roll genauso. Ne? Bei Roll rechts stelle ich dann 8,5 Grad ein und dann gucke ich mir Roll links an
Und dann stimmen aber die Gradwinkel nicht so ganz, ne? Und dann fragt man sich, das muss doch eigentlich die perfekte Mitte, muss doch eigentlich wirklich perfekt sein, damit es dann in beide Richtungen die richtigen, exakten Gradwinkel auf den Blättern ist. Wie gesagt, ich habe das bis heute noch nicht so ganz. Full positive pitch, and this is all personal preference. Typically, I like to run about 13 and a half degrees, so that is going to be my target Gut, bei value. uns sind es So as you can see here with my 10,5. collective AFR Ja. value at 48, I get about 13 and a half degrees of pitch. I can Wir now würden da go jetzt down to 10,5 negative, and as you see einstellen, siehst here, du, und I jetzt bei negativ, er ist ja Akrobatikpilot, da hat er jetzt 13,5 für Throttle Stick ganz nach oben und Throttle Stick ganz nach unten, hat er aber dann bloß 12,8. Ne? Und das gleiche Problem haben wir eigentlich für Scale-Piloten bei Roll und Pitch, dass man dann unterschiedliche Gradwinkel da hat. So that is whenever I can go to differential right here, and I can give it a negative value in order to increase the negative pitch. So then it is also negative 13.5 and essentially even on both sides. Und das ist mir jetzt nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich das Differential nur fürs Collective zuständig ist. Oder wie sich das dann für Roll und Pitch verhält, das müsste die Softwareentwickler fragen. Aber das ist ein Punkt, der ist dazu gekommen, das Differential auch in der NXT, also OpenStock 5.6, NXT Beta 3, das habe ich gesehen, dass es das Differential gibt und wie gesagt, dass das Governor, ne, wo war das jetzt? Finde ich das jetzt noch? Touchscreen-Anlage, da erklärt er so ein bisschen, wie er sein ESC programmiert. Er macht das aber auch so, dass er da die Telemetrieangaben vorher macht, was er für ein Pinion Gear verwendet, was für eine Ratio, wie viele Pole der Motor hat, Startup Voltage und dann Low Voltage Alarm, diese ganzen Telemetrieangaben macht er vorher und dann programmiert er seinen ESC. Und wie gesagt, das wollte ich jetzt nur anmerken. Dass da, wie gesagt, in dem Main Menu dieser Governor da mit eingebettet wurde in Softwareentwicklung, der ja für das Hover-Verhalten zuständig ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Governor jetzt wirklich nur für Nitro-Helikopter ist oder ob das auch was für E-Helikopter ist. Schade, dass da noch gar keiner drauf eingegangen ist, auf diese OpenStock 5.6 NXT Beta 3. Das ist hier wohl sehr ähnlich mit dem FC6350HX, das nur so ein paar Vorabhinweise, ich werde es wie gesagt schon irgendwann mal installieren, das OpenStock 5.6 NXT Beta 3. Auch dann in der Hoffnung, dass dann beim Kalibrieren die ESC-Warnings aufhören, weil ich wüsste jetzt wirklich nicht mehr, was ich da jetzt noch falsch einprogrammiert habe, damit dann irgend noch
jemand rummeckert. Hab's ja schon zweimal in Videos festgehalten, dass der ganz sanfte Motorstart in Hardware- und Software-Engineering eigentlich funktionieren müsste. Warum das aber nicht geht oder nur manchmal, das kann ich euch nicht erklären. Ich hoffe aber, dass das mit der NXT OpenStock-Version 5.6 NXT Beta 3 irgendwie, dass die Jungs das in den Griff bekommen haben. Und da ist, wie gesagt, sind so ein paar Features dazugekommen. Das Differential finde ich nicht ganz unwichtig. Weiß aber jetzt nicht so richtig, ob das jetzt nur für das Collective zuständig ist oder ob man dann als Scale-Pilot sozusagen dann positiv und negativ einstellen müsste und dann schauen müsste, ob man das Differential anpassen muss, damit dann die Roll- und Pitch-Werte auch richtig stimmen. Das sind lauter solche Dinge. Das ist wieder so typisch, ne? Software. Testen darfst du es selber. Programmieren machen die Firmen und die anderen. Und testen darf man es dann selber und fliegen dann auch. Aber das sind so ein paar Hinweise, die ich schon mal geben wollte, dass das auch für den FC 6250HX anwendbar ist, wenn man da die OpenStock 5.6 NXT Beta 3 updatet. Aber wie gesagt, der Brian Brenner, der da Mitentwickler ist von diesem FC Flyberless Controller, der hat da, glaube ich, einen nicht ganz unwichtigen Posten in dem Laden Horizon Hobby Spektrum. Der scheint da wohl mitzuentwickeln und er hat geschrieben, gut, also wer Beta 1 installiert hat, der braucht jetzt Beta 2 nicht installieren, weil es für Nitro-Helikopter ist. Weiß jetzt aber nicht, also ich habe geschaut im Internet oder auf RC-Heli-Freak, ob der Brian Brenner da eine Beta 3 vorgestellt hat. Ich habe das, wie gesagt, nur unter meinem PC-Emulator gesehen, dass die Version da aufpoppt, dass es da schon eine Beta 3 gibt und dass da diese Feature Governor und dieses Differential da in dem EFA-Menü auftaucht. Habe aber wie gesagt keine Bildschirmfotos davon gemacht oder deswegen jetzt nur so der kleine Hinweis, dass es da Similarities gibt zwischen diesem FC 6350HX und dem FC 6250HX, wenn man auf dem FC 6250HX da die OpenStock-Version 5.6 NXT Beta 3 installiert. Aber ich habe da wie gesagt noch keine klaren Anweisungen dann, wie man das den Governor dann richtig einstellt. Das ist immer so, da gibt es dann auch keine richtigen, also es, wie gesagt, Software-Engineers erklären manchmal sehr schlecht die Technik, die sie eigentlich selber entwickeln und erfinden und programmieren. Das fehlt manchmal so ein bisschen. Als Endverbraucher steht man immer dann wie der Ochs vom Berg. Na, und dann fragt, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Klär's doch mal. Und es ist wie Hover und Offset. Ne? Erklär mal das Konzept, wie das genau funktionieren soll. Das muss man dann auch irgendwie ein bisschen durchfliegen und durchtesten. Aber das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist ja vom Screen her nicht so viel unterschiedlich auf einer NX20 als auf einer AX12 oder AX14 oder AX20. Touchscreen ist halt ein bisschen komfortabler noch. Aber das war so ein paar Hinweise. Aber das Differential im EFA-Menü, das finde ich schon sehr interessant.
ich als Anwender sagt mir aber jetzt, mir ist es nicht so ganz klar, also warum gibt es jetzt nur ein Differential, das steht jetzt unter dem Collective und wir als Scale-Piloten, wir haben ja nur positiv Collective, negativ Collective haben wir ja gar nicht. Wie machen das dann Scale-Piloten, damit dann wirklich das Differential auch stimmt und die für Roll und Pitch auch die gleichen Winkel drauf sind, für Roll rechts und für Roll links und für Pitch vorwärts und für Pitch rückwärts, ne? Das sind so die typischen Endanwenderfragen, die man sich stellt, wenn man sich dann die fertige Softwareprogrammierung anschaut.